ich muss mich noch im Boden nehmen, das ist doch mein Freund. Das ist jetzt überfordert, der Zwerg. So, willkommen zu einer neuen Aufnahme auf einer neuen Runde Among Us. Das ist halt, ich kann nicht mehr reden. Willkommen zu einer neuen Runde, ich kann nicht reden. Also, was zum Henker? Okay, stopp. Zwerg ist schon wieder bei Leichen gegangen. Ja, die Sache ist halt die, nach rechts gelaufen an mir vorbei sind gerade eben Mentos, Zwergi, Basti und Charlie. Ich habe die Leiche noch gesehen, ich habe sie nicht reportet, ich bin wieder über Leichen gegangen. Es war dunkel. Und ihr seid halt nicht gesehen. Erst an mir vorbeigelaufen. Ich war's nicht. Wo war's denn? Warst du Lights oder wo? Ich war gerade in den Navigations. Lass mal Mentos reden. Achso, ich dachte, okay. So. Zwergi ist Imposter. Nein. Wow, Mentos, ey! Ich dachte, da kommt eine Erklärung. Ey, nein. Bin ich nicht, ich bin wieder über Leichen gelaufen, das kennt er ja von mir. Du kannst überhaupt nicht über Leichen gelaufen sein, weil der gerade erst umgekippt ist. Da lag überhaupt keine Leiche, verdammt. Es war dunkel, ich habe niemanden gesehen. Das ist gleich reportet. Ja, dann wollte mich halt raus, dann bin ich dann. Ganz kurz. Leute, ganz, ganz kurz. Beruhigen wir uns jetzt erstmal und dann sage ich was. So, Mentos, es war dunkel. Wie hast du gesehen, dass er rübergelaufen ist? Standest du in ihm oder wie war das jetzt? Dass er rübergelaufen ist. Das ist ein guter Punkt. Ein bisschen halbwegs logisch denken, deswegen weiß ich, dass Zwergi gerade neben mir in Neff stand, dann vor mir rausgelaufen ist, dann das Licht ausging. Und vor mir, also in dem kleinen Lichtkegel, als das Licht aus war, habe ich die Leiche noch umkippen sehen. Das heißt, gut, ich bin nicht Imposter, aber... Alt. Einfach okay, Selektiv Mentos. Ja, die Leiche... Selektiv Mentos. Ja. Ich würde sagen, wir wurden Mentos raus, das ist... Ja. Wenn die Leiche nicht mal eine Sekunde alt ist das und Zwergi sagt, er ist über irgendeine Leiche gegangen, dann macht das komplett keinen Sinn. Ihr könnt mir jetzt entweder mich wählen oder Mentos, weil Mentos mich jetzt massiv beschuldigt. Kippen und halten einfach beide im Auge. Vielleicht ich würde sagen, wir voten jetzt Mentos raus, weil das eine harte Beschuldigung ist und ich es einfach nicht bin. Weil auch so im Magen als funktioniert. Oder ihr votet mich raus und dann seid ihr einfach, dann seid ihr einfach blöd. Also ich würde auch nicht sagen, dass wir nach einem Kill voten, weil es jetzt nicht eindeutig ist. Deswegen würde ich sagen, dass wir erstmals geben. Ihr könnt auch einfach mich rausvoten, dann seid ihr halt blöd. Dann ist das halt einfach. Dann habt ihr einfach einen Unschuldigen rausgevotet. Danke dafür übrigens. Er kann überhaupt nicht über Leute. Danke dafür. Junge Zwerg ist. Danke dafür. Danke, Mentos. Hab dich lieb. Und du votest sogar noch jemanden raus, der dich lieb hat, Mentos. Ich war's natürlich nicht. Alles klar, natürlich. Ich habe die Leiche natürlich im Dunkeln nicht gesehen und ich stand daneben und das ist natürlich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Das ist hier natürlich wieder komplett. Was soll man dazu noch sagen? Jetzt Mentos betreut. Oh, Mentos ist tot. Hä? Ach so, jetzt hab ich's verstanden. In Electric reingelaufen. Was? Irgendwer stand mit uns in Electric. Und ist als letztes reingelaufen. Nee, ich war gerade in Weapons. Tommy. Also gelb und ich sind gerade rausgelaufen und Richtung Lower Engine, weil ich sofort zum Werk verlaufen. Ja, ich bin bei Lower Engine geblieben. Tommy und Mike zusammen rausgelaufen. Und wer ist gerade noch reingekommen, meintet ihr? Noch reingekommen? Nee, waren wir nicht. Der Mentos. Hier, irgendwer ist uns doch gerade noch entgegengekommen, oder nicht? Ich weiß, ich habe nichts gesehen. Habe ich auf jeden Fall nicht drauf geachtet. Lenny, wo warst du? Ich war gerade bei Shields. Und jetzt gerade auf dem Weg zu El Navigazione. Charlie? Ich bin in El Navigazione. Und ich bin in Weapon. Weit groß scheißt du genau, was hast Mentos. Dann kann das ja nur noch Sky sein. Oh, nein! Nein. Ich würde sagen, das ist okay. So. Holt euch das Popcorn, Leute. Okay, also ich hätte gesagt, wir warten Felix. Nein, die Leiche liegt halt am Müll in Storage. Und
Ich bin eigentlich ziemlich sicher, es ist gerade noch eine letzte Person in Electric reingelaufen, aber an uns vorbei, als Kolja uns es war dunkel. Kolja ist dann in Richtung Admin gelaufen und ich wollte halt eigentlich da Richtung... Meine Fresse, Mentos! Und dann habe ich halt beim Müll unten die Leiche gesehen. Boah, ich könnte jetzt mich selber, dafür, dass ich mich nicht erinnere, ob da jetzt wirklich jemand uns entgegenkam oder nicht. Fresse, Mentos, was ist denn das? Es ist maximal dumm gewesen, Mentos zu killen, weil... Ich meine, es war halt Aussage gegen Aussage. Meine Fresse, es war dunkel. Aber dadurch können wir uns dann mit Zwerg jetzt sicher sein, oder nicht? Ja. Also was sein könnte, tatsächlich... Ich weiß auch also, nicht. Also du hast ja gesagt, dass es beim Müll gewesen ist, ne? Was ist das denn für eine Runde? Das ist doch hier, ich bin noch, Lenny, noch hier. Du warst bei, wo warst du, Shields, ne? Bei Shields, ja. Ist richtig, ja, ich denke aber mal nicht. Allein vom Verhalten, also Lenny ist... Also, wenn dann, könnte ich mir vorstellen, dass es Charlie ist, die sagt, sie war einfach bei Neff, niemand hat sie gesehen. Meine Fresse, Mentos. Felix müsste sie ja dann vorbeilaufen sehen. Ich mach jetzt den Kommentar zu, ich lese mir das nicht mehr durch. Was ist du für ein Bullshit, Mentos? Hat jemand von euch Charlie gesehen? Als ich an Weapons vorbeigelaufen bin, stand halt an Weapons. Der regt mich auf, der Typ. Okay, Felix, wo bist du am Anfang der Runde hin? Zu Weapons. Ja, dann. Ja, na, ich habe jetzt nur die Dings gemacht hier, die. Oh, es gibt einfach. Ist ja egal. Was der für ein Schreit im. Ja, ich behalte dich mal im Auge, weil ich mich. Weil halt dein Rüdel im toten Schild. Jo, aber wenn, dann denke ich, dass es halt Charlie ist. Ja, genau. Wenn die anderen beiden halt rumgelaufen sind. Was ist der für ein Blödsinn erzählt im Chat? Das ist so random. Und Mentos labert Scheiße im toten Chat. Alter. Unerträglich wird der Typ. Entspann dich, Zwergi. Mein Doktor hat gesagt, ich soll mich nicht mehr aufregen. Ich soll mich nicht mehr so viel aufregen. Was der für eine Scheiße labert. Das ist doch hier. Du hättest ja sehen müssen, es war fucking dunkel. Es ist... Ob du hast doch Lichtkrügel, du hättest den Doktor sehen müssen. Ach Mensch. Mentos, meine Fresse. Was ist heute mit dem los? Der war doch sonst ist eigentlich, naja, gut. Einigermaßen erträglich. Grundsympathisch würde ich gerade sagen, aber naja. In Ordnung ist er. Sonst ist er auch immer in Ordnung. Heute erzählt er um die Blödsinn. Und alle sind sich sicher, ich war's. Ach, Leute. Ich muss mich abreagieren. Ich muss hier runterkommen. Ganz entspannt, Zwergi. Ist nur ein Spiel. Okay, es ist Mike. Moment, stopp, ich muss kurz was einwenden. Ja, bitte. Nur rausgevotet haben wir Zwergi, oder? Ja. Ja. Zwergi ist kein Imposter. Ich hatte Waiting for Zwergi beim Medscan. Ja, das ist ein bisschen spät, Cole, ja. Das kommt ein bisschen spät. Das ist... Kann ich aber bestätigen, auf dem Admin-Panel war... Waiting for Zwergi. Wir haben noch keinen Imposter. Die Sache ist halt die... es ist Mike 100%, passt auf. Die Sache ist, ich war am Admin-Panel relativ lange Zeit. Dann kommt jetzt herzlich spät. Und dann habe ich gesehen, Kill in Weapons. Was ist das für eine Runde? Dann Facepalm des Todes. Ist jemand von Weapons nach Neff gewendet. Dann runtergelaufen über Shields. Die Türen zu Cafeteria gingen, by the way, zu. Die Person, die mir von da entgegenkam, war Mike. Die anderen Personen müssten auf der linken Seite gewesen sein. Ich habe zwei Leute in Electrical, glaube ich, noch gesehen. Wer war das? Felix und ich. Okay. Ich bin müde, es ist spät. Ich hab den Bock. Wenn die nächsten Runden genauso sind, dann bin ich raus. Du musst gelaufen sein, richtig? Ja. Gut, wenn Kolja nämlich dann in Medbay war, dann passt das auch. Kolja war relativ lange Zeit da. Passt dann auch mit dem Waiting for Zwergi. Ja.
Okay, ich wollte nur so sagen, ich bin halt von Shields wirklich nach links gelaufen, so. Dann ist halt Licht irgendwie ausgegangen und ich hab halt, bin halt nur durch Skybreaker durch. Ich dachte mir so, ja, wenn man zu zweit rumläuft, wäre vielleicht sicherer, bin hinter ihm her. Hab ihn kurz aus den Augen verloren und jetzt reportet er und sagt halt, ich war's. Ich weiß halt nicht, was ich dazu sagen soll. Das Licht ist nicht ausgegangen. Natürlich, das Licht war aus. Licht war einmal kurz aus, doch, Skybreaker. Ja, aber nur dafür ganz kurz. Ja. Also, naja. Ja, trotzdem. Wie gesagt, ich hab Mike halt gesehen, wie er gekillt hat und mir entgegengelaufen ist. Und wenn das jetzt wirklich stimmt mit Zwergi, dann müssen wir voten. Und wie gesagt, Mike, ja. Ja, also ich glaube, du bist krass, weil Licht ist ausgegangen, ich habe dich kurz aus den Augen verloren, jetzt hast du reported und beschuldigst mich. Ja, aber also, ich denke mir doch keine Geschichte Mike, aus, wenn ich Sky. Genau sagen kann, wer wo ist. Mike, Sky, warte kurz. Felix, wo warst du? Ich bin nämlich... In Elektriker. Ja, okay. Mit noch wem mit Charlie. Oder... Und Lenny ist nach links gelaufen und du warst in Medbay. Also wenn ihm jetzt spritzt, okay. Dann ich glaube, dann sorry, aber das ist ja mehr detektive Arbeit kann ich auch nicht leisten. Oder Imposterarbeit. Oh, ja, aber dann sag ich ja nicht, wo. Ich, du warst halt ich kann euch ja legit sagen, wo ihr wart. Felix. Wo musst du noch? Naja, wenn du halt währenddessen keine Tasks machen musst, weiß ich nicht. Aber ja. Ja. Was soll ich sagen? Felix die ganze Zeit. Keine Ahnung. Das ist doch... Und Lenny ist angeblich ein Imposter. Naja. Und überlebt das Ganze, weil es ist erst. Es wird natürlich als erstes gehasst. Ja. Was war denn das für eine Nummer am Anfang? Das ist doch. Meine Fresse. Da war der Mentos da noch mit mir in der Nähe dort im Navigations und hat mich dann dort gesehen und meinte natürlich, weil es dunkel ist, dass ich das gesehen hätte und so weiter. Ich bin doch was blind hier. Ich habe eine Bulle auf, ja, aber das ist... Bin blind wie ein Maulwurf. Wenn es dann auch dunkel ist. Mach ich ja meinen letzten Task. Es war dunkel. Das will der auch nicht akzeptieren. Hat man natürlich nichts gesehen. Aber Engine... So, fertig mit meinen Tasks. Der Mentos. Es ist der Mentos, dieser Sack. Es ist doch... Jesus. Was soll denn das? Verklarwurst. Joa, keiner hier. So macht Among Us doch Spaß. Wenn ihr gestern seine Task erledigt habt. What the fuck? Ich dachte, Kolja, kamst du nicht gerade aus Electrical? Nee, ich kam gerade von Storage. Nee, du kamst gerade aus Electrical raus. Du kamst gerade aus Electrical. Nein, ich komme aus Storage. Nein. Nee. Kolja. Nein, Kolja. Nein. Oder weil in Electrical raus. Liegt jetzt nämlich Charlie. Ja, wenn Lenny jetzt nicht selbst gekillt und reported hat, dann... Dazu möchte ich sagen. Nee, dann pro safe. Sicher. Felix. Also, legit. Felix, der zweite und beste. Du hattest mich davon auch gesagt. Ja, ja nice. Die Sache ist bloß die, ich wusste ja... Ja, warte kurz, Kolja. Entgegen nicht, dass er Imposter. Kolja... hat gesagt, dass Zwergi safe ist, ja? Dass Zwergi halt Crewmate ist, weil Kolja auf Zwergi warten musste. Dadurch, dass Mike es hundertprozentig war und Zwergi anscheinend nicht, danke, denke ich mal, ist Kolja safe. Und erstens, danke. Zweitens, ich habe gesehen, dass als ich den ersten Tank gemacht habe und runtergegangen bin, um wieder aufzufüllen, dass da einmal kurz die Cams an waren. In dem Moment, wo ich runtergegangen bin, ist Lights ausgegangen, ich bin direkt in den Electrical gegangen, an den Kasten, ja, habe kurz angemacht und bin dann wieder zu dem Tank gegangen, für jetzt den Loweren. Das heißt, es kann gut sein, dass während dem Lights aus gerade von Security gewendet wurde, oben gekillt wurde, schätze ich mal, weil ich habe nämlich die Leiche nicht gesehen, als das Licht wieder anging. Nee, ich war nicht gewendet. Ich war mit Felix in Cams und
Lenny ist halt dran vorbeigelaufen, hat kurz in Security reingeschaut, gesehen, dass Felix und ich da stehen. Ja. Und dann halt weitergelaufen in Richtung Electrical, wo jetzt auch die gleiche liegt. Kolja hab rausgehen sehen. Ja, und aber Lenny, die Sache ist jetzt halt die, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass es Kolja sein könnte, wenn wir Zwergi und Mike rausgevotet haben, Zwergi anscheinend Crewmate war, durch Kolja geproved wurde, durch einen Scan, und Kolja sich da. Ich kann nur sagen, dass ich für die ersten Kills, die passiert sind, nicht in Frage komme, weil ich nicht in der Nähe war und, dass ich jetzt gerade eben dass ich gerade eben halt Kolja aus Electrical habe gehen sehen. Ich weiß nicht, ob Kolja vielleicht von Eve, wenn wir unten drin war, oder wenn wir uns kurzen, stopp mal kurz, oder halt nur kurzen Schwenker gemacht hat. Vielleicht habe ich auch irgendwie einen Ping-Fehler. Oder es ist Skybreaker, der egal, Leute, eben skip. Sich Felix eingekauft hat. Leute, ja, nein, oder skip. Skip. Ist doch am schlausten. Weil ich meine, wenn nur ein Imposter drin ist und wir uns eh nicht einig sind, dann machen wir das so. Das schlausten, oder nicht? Ja. Abgesehen davon, du kamst doch von der Frage, du warst doch in Shields, du hättest doch einfach von Story zu Shields gehen. Ich glaube trotzdem nicht, dass Lenny den Kill gemacht hat. Glaube ich wirklich nicht. Ich auch nicht, aber er wohl in Frage. Oh Mann, das ist doch hier. Alle hier. Felix, das war wahrscheinlich der zweite Imposter. Und Danny. Lenny angeblich. Ein Imposter. Da ist der Kolja und der wird gemordet. Ich kann mal Musik anmachen. In der nächsten Pause hier, im nächsten Warteraum. Ich hab's ja wieder ausgestellt. Die Hintergrund-Raumschiff-Musik. Und Skybreaker. Das ist Lenny, Alter, so geil. Wie du, ja, was soll ich denn machen, wenn ihr Opfer zusammenklebt? Meine Fresse. Ich hab's wieder angestellt. So leicht geht's. Boah, es ist halt echt. Okay, Felix, das ist nicht der zweite. Ich glaube, legit, du hättest es geschafft. Hättest du gekillt und es auf mich geschoben, weil Kolja die ganze Zeit nicht gezeigt hat. Hätte ich nicht, weil ich Kolja vorhin, gerandomsust habe. Ich hab's jetzt gethrowt. Lenny hätte uns auch gar nicht killen können, weil wir. Seid ihr zusammen seid. Ja. Was soll ich denn da jetzt machen? Also. Wie gesagt, also ich denke mal, Kolja hätte trotzdem so gesagt, so ja, okay, Sky war auch. Deswegen kann ich als Imposter das Geld nicht leiden, ey, das ist so undynamisch. Ja. Du kannst da. Und so Lenny wird rausgewortet, dann haben wir gewonnen. Ich war halt aber auch schon Kerl. Boah, Lenny, es tut mir so leid, Alter, ich hab so verkackt diese Runde. Ja, ey, es hat so geil angefangen. Ey, es tut mir so leid. Das war ein bisschen schade. Es tut mir so leid. Können wir mal drüber reden? Mentos, Mentos. Einfach weggeflippt. Mentos, können wir mal ein ernstes Wort hier reden? Das ist, ich meine, ich bin tolerant bis zum Ende der Welt. Das ist, ich bin die Ruhe in Person bei allen Sachen. Das ist, aber was ich gar nicht mag, ist Leute, die Bullshit erzählen. Da bin ich komplett raus. Das ist, oha. Und das ist dort. Was hätte Mentos denn machen sollen? Er hat nur ich war, gesehen, es war dunkel, es war dort dunkel, es war dunkel und ich habe die Leiche nicht gesehen. Zwergi, das Problem ist, dass du erstens übelsten Scheiß gelabert hast und zweitens. Ich habe die Wahrheit erzählt. Leute. Nein. Ich habe gesehen, wie die Leiche oben fällt. Das heißt, entweder muss Zwergi den Kill gemacht haben oder zumindest gesehen haben, wer den Kill gemacht hat. Ich habe die Leiche, ich habe genau dasselbe wie du gesehen, Mentos. Leute. Ich habe dich aber nicht gesehen und dass er über eine Leiche drüber gelaufen ist, das kann auch komplett nicht sein, weil die Leiche noch nicht lag. Da ist gerade erst umgekehrt. Es ist aber so passiert. Ich habe es auf Video. Ich werde es auf meinem Kanal veröffentlichen. Dann kannst du dir das Video angucken. Dann wirst du das sehen. Das ist. Ich habe ein Beweisvideo. Dass ich genau das gemacht habe, das kann ich dir. Ich kann das nachher noch als Clip ausschneiden und es dir schicken. Das ist. Leute, es ist im Endeffekt doch egal. Es ist nur ein Spiel, Alter. Ja, wer ist das? Die letzte also, Person, dass ich Wahrheit habe, dass ich. Ne, ich fehle noch hier. Ich hier noch. Du hast recht und wir uns gefehlt sogar. Ich schick dir nachher noch, dass du den. Ich schneide das aus dem Video raus und ich schick dir das. Die Karten jetzt alle mal runter. Es ist doch hier. Zu sehen bei Zwergenfürst LP.